Herzlich willkommen zum Trainingsvideo Programmaufbau und Bedienung für ProfiCache. Wir zeigen Ihnen in diesem Video die neue Oberflächenstruktur und Bedienung von ProfiCache Version 12. Zunächst melden wir uns im ProfiCache an. Der Aufbau von ProfiCache 12 ist vergleichbar mit dem von Microsoft Office Produkten. Oben befindet sich die sogenannte Multifunktionsleiste. Hier finden Sie Registerkarten, in denen die verschiedenen Funktionen in Gruppen angeordnet sind. Einige dieser Funktionen haben Unterpunkte oder Unterfunktionen. Im Anwendungsmenü befinden sich weitere administrative Funktionen, wie zum Beispiel die Durchführung einer Datensicherung. Der Arbeitsbereich ist in drei Ansichten aufgeteilt. In der ersten Ansicht finden Sie die Favoriten. Die zweite Ansicht heißt Auftraggeberkonten und beinhaltet Ihre eigenen Konten. Die dritte Ansicht ist der sogenannte Content-Bereich, in dem die einzelnen Funktionen dargestellt werden. Beginnen wir mit der Ansicht Favoriten. In ProfiCache 12 haben Sie die Möglichkeit, einzelne Funktionen aus den Registerkarten in diese Ansicht zu ziehen. Halten Sie beim Auswählen einfach die linke Maustaste gedrückt und positionieren Sie die Funktion an der gewünschten Stelle. Sie können auch nachträglich die Position verschieben oder den Favoriteneintrag löschen, indem Sie ihn mit der rechten Maustaste anklicken und Entfernen wählen. Mit der Ansicht Favoriten steht Ihnen ein schneller Zugriff auf Ihre häufig verwendeten Funktionen zur Verfügung, die Sie jederzeit individuell anpassen können. Widmen wir uns nun dem Dashboard. Die dort angezeigten Ansichten können Sie individuell zusammenstellen und konfigurieren. Ordnen Sie diese zum Beispiel anders an oder schließen Sie einfach nicht benötigte Ansichten. Bei der Seitenübersicht entscheiden Sie, welche Konten angezeigt werden und welche nicht. In diesem Beispiel wählen wir alle Konten zunächst ab und ordnen nur einige der Ansicht wieder zu. Nach dem Speichern sehen Sie nur noch die eben ausgewählten Konten. Bereits an dieser Stelle sehen Sie den neuen Aufbau der Informationsbereitstellungen in ProfiCache als Tabellen. Im nächsten Schritt steigen wir tiefer in die Bearbeitung von Tabellen ein. Anhand der Funktion Salden sehen Sie im Folgenden, wie Sie in Tabellen Spalten hinzufügen oder abwählen, nach Spalten gruppieren und sortieren können. Darüber hinaus stehen Ihnen hier umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten zur Verfügung. Wir starten mit Spalten hinzufügen. Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Spaltenüberschrift. Es öffnet sich ein Kontextmenü, aus dem Sie mit einem Klick auf die linke Maustaste Spalteneditor Anzeigen wählen. Im Spalteneditor können Sie nun die Spalten wählen, die in der Tabelle angezeigt werden sollen. Wir fügen die Spalte Bankleitzahl, also BLZ, hinzu, indem wir den Haken setzen. Diese Spalte erscheint nun direkt in der Tabelle. Als nächstes gruppieren wir die Tabelle nach der neu hinzugefügten Spalte. Mit der rechten Maustaste klicken wir dazu auf die Spaltenüberschrift und wählen nach dieser Spalte Gruppieren. Daraufhin erscheint die Spaltenüberschrift im Gruppierbereich der Tabelle. Die Tabelle ist nun nach Bankleitzahlen gruppiert. Um jetzt die einzelnen Werte wieder anzuzeigen, klicken wir mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift Bankleitzahl und wählen Vollständig erweitern. Die Tabellenzeilen mit den Konten und Salden sind zu sehen, weiterhin gruppiert nach Bankleitzahl. Die Gruppierung können wir wieder rückgängig machen, indem wir auf die gruppierte Spalte mit der rechten Maustaste klicken und Gruppierung entfernen wählen. Daraufhin reiht sich die Spalte wieder an die ursprüngliche Stelle in der Tabelle ein. Die Gruppierung ist aufgehoben. Widmen wir uns jetzt der Sortierfunktion. Sie können nach x-beliebigen Spalten werden ab- oder aufsteigend sortiert. In diesem Beispiel nach der Bankleitzahl oder dem Buchsaldo. Jetzt möchten wir nur die positiven Salden sehen,
Filtern wir also nun die Tabelle nach dem Buchsaldo. Dazu geben wir in die Filterzeile ein, dass nur Konten mit Salden größer als 0 Euro angezeigt werden sollen. Dies erreichen wir mit dem Filteroperator ist größer als und der Eingabe 0. In der Tabelle erscheinen nur noch die Konten mit einem Saldo größer 0 Euro. Am linken unteren Rand der Tabelle sehen Sie den aktiven Filter. Die Filterfunktionen sind sehr umfangreich. In der Anwendungshilfe finden Sie eine Beschreibung der weiteren Möglichkeiten. Fehlt noch die Suchen-Funktion. Dafür deaktivieren Sie die Filter und entfernen die Spalte Bankleitzahl. Die Suchfunktion wird entweder über das Lupensymbol aufgerufen oder über die Tastenkombination STRG F. Die Suchfunktion berücksichtigt alle angezeigten Tabellenwerte. Der gefundene Suchbegriff wird gelb hervorgehoben. Zeilen, die den Wert nicht enthalten, werden in diesem Fall ausgeblendet. Kommen wir zum Drucken und Exportieren. Tabellenansichten können Sie sich über den Button Drucken und Exportieren in einer Druckvorschau anschauen. Die gesamte Tabelle wird in der Druckvorschau dargestellt. Gruppierungen, Sortierungen, Filterungen und Suchen sowie die Selektion bestimmter Zeilen werden dabei berücksichtigt. Die Druckvorschau können Sie über den Drucker ausgeben oder über Dokument exportieren in andere Dateiformate umwandeln. Hier sehen Sie die Liste der zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Sie können das Dateiformat direkt als Anhang einer E-Mail versenden. Dazu wählen Sie als E-Mail versenden und das gewünschte Dateiformat. Drucklayout-Anpassungen, Blättern sowie Anzeigeoptionen sind über die Funktionen der Registerkarte Vorschau möglich. Und jetzt sind Sie am Zug. Nutzen Sie diesen kurzen Überblick zu ProfiCache 12 und steigen Sie direkt ein.